Das KfG ist seit langem eine feste Größe in der Bonner Theaterszene. Diesmal wagten sich die Schülerinnen und Schüler aus unserer Stufe unter der Leitung von Herrn Amberg an eine besondere Herausforderung. Das als unaufführbar geltende Drama »Die letzten Tage der Menschheit« von Karl Kraus. Mit einer starken Leistung hat das KfT-Ensemble der Stufe 11 mehrere hundert Besucher in die Aula des KfGs gelockt. Karl Kraus war während des Ersten Weltkrieges als Journalist aktiv und einer der bedeutendsten Kritiker des Krieges. Noch während der Krieg andauerte, begann er seine Kritik in dem Stück zusammenzufassen. Das Stück skizziert auf sarkastische Weise in voneinander unabhängigen Episoden den Verlauf des Ersten Weltkrieges und spiegelt Schicksale und Einstellungen der Menschen wider. Ja, ganz genau, aber es werden nicht nur Kriegsszenen dargestellt, sondern auch der ganz normale Alltag im Krieg. Eigentlich ist die Intention davon, dass sie einfach nicht zusammengehören. Es gibt zwar einmal sowas, wo dann das zusammenpasst, aber normalerweise ist einfach nur das Kriegsjahr. Das wird ungefähr immer angeschnitten in den verschiedenen Akten, aber sonst nicht. Das gesamte Stück umfasst mehr als 900 solcher Episoden in vier Akten, die vier Kriegsjahre symbolisieren. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wurde das Stück auf ca. 30 Szenen gekürzt. Wir hatten überlegt, welche Szenen müssen rein. Jeder konnte sich selbst Szenen überlegen, die er selbst mal probieren konnte, selbst mal spielen konnte. Und so sind dann irgendwann genug Szenen zusammengekommen. Auch das Werbeplakat für die Aufführung wurde von den Schülern selbst entworfen. Außerdem entwickelten sie das Drehbuch mit und suchten die Requisiten selber aus. Eine Leistung, die auch von dem sonst so kritischen Leiter der AG, Andreas Amberg, aufs Äußerste gelobt wurde. Da kann ich mein Ensemble nur in höchsten Tönen loben. Wieder in den letzten 4 Monaten der Probenzeit, der harten Probenzeit, immer mehr ein Ensemble und Team zusammengewachsen ist. Diesem Lob können wir uns nur anschließen. Das sicherlich schwierigste Stück, das das KfT je einstudiert hat, wurde authentisch umgesetzt und die sarkastisch-kritische Botschaft stark rübergebracht. Uns bleibt nur, das KfT herzlich zu empfehlen und die Daumen zu drücken, dass sie beim Spotlight-Wettbewerb gewinnen und wir uns auf eine weitere Vorführung freuen können.